Geigenvirtuose Toni Stricker wird nächstes Jahr 85. Im Vorfeld hat er jetzt eine Autobiografie geschrieben, Mein Weg nach Pannonien. Stricker hat als Jazzer und Swinggeiger begonnen. Im Lauf seiner Karriere hat er sich den pannonischen Liedern verschrieben und wurde oft als der Teufelsgeiger des Burgenlandes bezeichnet. Gestern Abend hat er sein Buch in Eisenstadt präsentiert. Mein Weg nach Pannonien. Der bescheidene Toni Stricker hat sich jahrelang geweigert, seine Autobiografie zu schreiben. Aber schließlich konnten ihn Freunde und Verlagschefin doch dazu überreden. Toni Stricker ist nämlich ein sehr launiger Geschichtenerzähler und in dieser für ihn so typischen Art hat er auch sein Buch verfasst. Ich bin kein Schriftsteller und ich wollte mit dem Buch absolut nicht den Literaturpreis machen, aber ich wollte halt meine Geschichten erzählen. Weil nur das nur so kann stimmen. Am 4. April 1930 wurde Toni Stricker in Wien geboren. Sein Vater war Kroate aus Sieglas. Ein Besuch bei den Verwandten in Sieglas ist dem Musiker und Komponisten in guter Erinnerung. Unser Besuch hatte sich im Ort bei der großen Verwandtschaft rasch herumgesprochen. Und es hieß noch mehrfach, zu uns wirst du auch kommen und anständig essen und trinken. Am frühen Abend sah ich meinen Vater am Bach stehen, sich übergebend und seine Frau suchend mit den Worten, Resi, hilf mir, ich muss sterben. Ich weiß seither genau, was burgenländische Gastfreundschaft heißt. Das war's. Die Musik ist sein Leben. Bereits mit 2 Jahren hat Toni Stricker Melodien auf der Knopfharmonika gespielt. Mit 6 bekam er seine erste Geige, studierte klassische Violine am Konservatorium und dann traf er Freund und Jazzlegende Joe Zawinul und wechselte in den Jazz. Toni Stricker tourte erfolgreich durch Europa und Amerika. Ende der 70er Jahre begann er einen neuen Lebensabschnitt. Er übersiedelte nach Bad Sauerbrunn. Das Burgenland inspirierte ihn und er komponierte seine ganz persönliche pannonische Musik. Bestätigt, diesen Weg zu gehen, wurde er von André Heller. Und der Heller hat sich diese LP angehört und hat gesagt, du, das gefällt mir. Das ist, wie wenn du in ein Zimmer kommst mit frischer Luft. Toni Stricker, Mein Weg nach Pannonien. Die Autobiografie eines außergewöhnlichen Künstlers und Menschen ist im Seifert Verlag erschienen.